Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte mich in der Tat aus ähnlichen Gründen jetzt nochmal gemeldet wie mein Kollege Röwekamp. Allerdings komme ich zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Wenn man sich anguckt, was diese Woche, passiert ist, da wird die Zukunftskommission initiiert und ich habe mich natürlich in der Tat gefragt, woran arbeitet sie sich eigentlich ab, wenn wir die Zukunft eigentlich mit diesem Haushalt, den wir hier hinlegen, einfach vorlegen müssten und gestalten müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Antworten habe ich in dem Haushaltsentwurf nicht gefunden und auch nicht in dieser sogenannten Zukunftskommission, weil man muss sich ja schon mal die richtigen Fragen stellen. Und die richtigen Fragen in diesem Bundesland wären, wie kommen wir denn endlich mal von diesen ganzen Schlusslichtpositionen weg? Letzter in Bildung, höchste Kinderarmut, höchste Leiharbeitsquote, höchste Quote an prekärer Beschäftigung. Ich könnte diese Liste fortsetzen, ich will es nicht, weil die ist bekannt. Aber das sind die Aufgaben, die wir vor uns haben, von diesen Schlusslichtpositionen endlich mal wegzukommen. Und zwar nicht erst 2035, sondern wir müssen mit diesem Haushalt und nicht erst 2020 die Weichen dafür stellen, dass wir diese Schlusslichtpositionen verlassen. Ich komme auch auf ähnliche Bereiche wie der Kollege Röwekamp, Herr Kollege Dr. von Bruch. Natürlich muss man dazu die Menschen in die Lage versetzen, dass sie nicht mehr Sozialleistungen beziehen. Natürlich muss man damit Weichen stellen, indem man sagt, man stärkt den Bereich frühkindliche Bildung, man stärkt aber auch den Bereich Wirtschaftsförderung, weil man muss sich ja auch mal vor Augen halten, was fördern wir da denn eigentlich? Gute Arbeit oder weiterhin große Lohnlücken zwischen Frauen und Männern? Das sind alles Bereiche, die gehören auf den Prüfstand, ganz klar. Aber Herr Kollege Röwekamp, die CDU ist mir in den 6 Jahren, in denen ich in diesem Parlament bin, jede Antwort darauf schuldig geblieben, wie sie diese Fragen lösen will. Ihr haushaltspolitischer Sprecher erzählt, diese 400 Millionen, die wir ab 2020 kriegen sollen, komplett in die Tilgung. Wie soll denn das funktionieren mit den Ansprüchen und den Anträgen, die Sie hier immer stellen? Das haut doch nicht hin. Sie erzählen hier eben, Sie wollen Qualität in der Bildung generieren oder gerieren. Das will ich auch. Aber Sie wissen auch, wir haben steigende Schüler- und Schülerinnenzahlen und zwar in einem enormen Ausmaß. Die sind im mittleren Finanzplan noch nicht mal richtig ausgeführt. Und das heißt, wir brauchen durchaus auch zusätzliches Personal. Und wie Sie das darstellen wollen mit Ihren haushaltspolitischen Vorstellungen, die Sie hier in den Haushaltsdebatten immer an den Tag legen, ist mir völlig schleierhaft. Muss ich mal ganz klar sagen, mit Ihren Vorstellungen könnten wir nicht eine einzige Lehrerin mehr einstellen. Und ich finde, das muss man auch mal ehrlich hier so diskutieren. Wie soll denn dieses Bundesland in 10 Jahren aussehen und wie soll es in 15 Jahren aussehen und mit welchen haushaltspolitischen Vorstellungen? Weil natürlich haben wir sprudelnde Einnahmen. Bei guter Konjunktur kriegen wir vielleicht auch 2020 einen Haushalt, der ein paar mehr Ausgaben tatsächlich ermöglicht. Allerdings sehe ich das ähnlich, wie Sie das in Ihrem ersten Debattenbeitrag gesagt haben. Ein Teil ist schon verpfändet, weil er verpfändet sein muss. Und das will ich Ihnen mal erläutern. Wir haben Schülerinnen und Schüler in das System integriert, in Größenordnungen, die wir uns vor 3 Jahren nicht vorstellen konnten. Wir haben eine wachsende Stadt, nicht nur durch Zuwanderung und Flucht bedingt, weil die Menschen aus dem Umland wieder nach Bremen kommen. So, doch, auch die kommen nach Bremen, Herr Röwekamp, das wissen Sie auch. Und Sie wissen auch ganz genau, dass das Statistische Landesamt Ihnen das in 3 Monaten auch erzählen wird, wenn es dem Bericht vorliegt. Die Berichte, das wissen Sie auch. So, aber wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren Schülerinnen und Schüler in die Schule und Kita integriert in Größenordnungen, die vor 2 Jahren nicht absehbar waren. Im Schulbereich waren das 6.000 Schülerinnen und Schüler, die nicht Deutsch als erste Sprache sprechen. Wie wollen Sie das denn machen, wenn Sie sagen, Sie wollen in die Qualität investieren, ohne die Mittel bereitzustellen, dass man dafür auch das entsprechende Fachpersonal einstellt? Ich war letzte Woche, in Gröpeling auf einer Fachtagung. Da waren alle Kita-Leitungen und da waren alle Schulleitungen. Und wenn die Kita-Leitungen erzählen, dass von 130 Kindern in den Kitas 120, 13 deutscher Herkunft sind, und wenn mir die Schulleitungen erzählen, dass in den Klassen, in den Lerngruppen nur noch 3 bis 4 Kinder in Gröpeling und im Blumenthal deutscher Herkunft sind, dann können wir keine Bildungserfolge mehr erreichen, weil in den Lerngruppen die Sprachvorbilder und auch übrigens die Verhaltensvorbilder fehlen.
Und da setze ich nämlich an, bei diesem Bildungshaushalt, der ist inzwischen, das habe ich anerkannt, der hält den Status quo. Er reagiert auf die steigenden Schülerzahlen. Das hat der Kollege Günge hier auch anerkannt erwähnt, dass ich das so feststelle. Und er weiß auch ganz genau, warum. Weil das war nicht immer, das war nämlich nicht in der, Herr Günge, das war in der Vergangenheit nämlich nicht immer üblich, dass der Status quo gewahrt worden ist. Das hat zu dem Rücktritt einer Senatorin geführt, zu permanentem Unterrichtsausfall. Und man könnte insofern sagen, der Senat hat verstanden, dass man mit Unterrichtsausfall und fehlendem Personal an der Tafel Wahlen im Zweifelsfall verliert und er steuert dagegen. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Aber diese Herausforderungen, von denen ich eben geredet habe, von diesen vielen zusätzlichen Kindern, die eine andere Sprache sprechen, die vielleicht auch nie in der Schule waren, weil sie in Flüchtlingslagern im Libanon gesessen haben, weil wir haben ja auch noch Familien, die nachkommen, die kommen in 4 Stadtteilen im Moment unter. In 4 Stadtteilen. In Gröpeling, in Blumenthal, in Huchting und in Obervieland. Und da gehen die Schulen und da gehen die Kitas in die Knie. Und da braucht man verstärkte Anstrengungen, nicht nur im Bildungsbereich. Das ist nämlich über den Bildungshaushalt überhaupt nicht mehr zu lösen. Nicht ansatzweise. Da braucht man Ansätze in Stadtentwicklung, die überhaupt nicht stattgefunden hat. Da muss man sich mal überlegen, wie kriegt man es hin, dass in diesen Stadtteilen auch mal Leute mit einem etwas höheren Einkommen überhaupt hinziehen. Aber das heißt natürlich auch, man muss die Weichen dafür stellen, dass Menschen mit einem niedrigen Einkommen auch in den Stadtteilen wohnen können und auch zur Schule und in Kitas gehen können, in denen die Menschen voll beschäftigt sind, und zwar beide, Männer wie Frauen, und das Durchschnittseinkommen über 100.000 Euro liegt. Auch das ist eine Frage der Steuerung, wie man Menschen dazu befähigt, dass sie eine Ausbildung kriegen können und dass sie hinterher nicht Sozialleistung kriegen, von Sozialleistung leben müssen. Denn es ist doch völlig klar, dass ein Kind, was vielleicht 4, 5 Jahre in der Türkei oder im Libanon in einem Flüchtlingslager gesessen hat, nie eine Schule besucht hat, in einem Lernumfeld, wo es deutsche Sprachvorbilder hat, wo vielleicht die Armut nicht auch so drückt, wo die Menschen irgendwie oder die Eltern den Kindern vernünftiges Material mit in die Schule geben können. Sie wissen ja, wie das ist. Das haben Sie sich ja im Armutsausschuss anhören dürfen, in Gröpelingen, in Teilen von Tenevern, in Blumenthal. Wenn die Leute dort ankommen und Sozialleistungen kriegen oder ein niedriges Einkommen haben, die haben bei dem zweiten Kind nicht mehr das Geld, eine vernünftige Schere mit in die Schule zu kriegen. Und da muss man doch ganz klar sagen, man muss diese Stadtteile vor dieser hohen Segregation endlich mal bewahren, indem man eine vernünftige Steuerung der Wohnungsbaupolitik und der bildungspolitischen Maßnahmen vornimmt. Und ganz ehrlich, in diesem Haushalt, wenn man sich den genau durchführt, den Bildungshaushalt, ich komme noch mal einmal kurz auf ihn zurück, dann haben wir tatsächlich mehr Lehrer. Ist es auch nötig, weil wir haben eine Zuweisungsrichtlinie und wir haben steigende Schülerzahlen. Und wir haben, wenn man alle Umswitchungen, also es werden ja auch Lehrer, von diesen 360, 80 Lehrern sind ja auch viele erstmals in den Bildungshaushalt ausgewiesen, weil die vorher in anderen Töpfen aufgetaucht sind, nämlich unter den Konsumtiven. Wenn man sich dann aber die Summe anguckt, dann gibt es für die Stadtgemeinde Bremen 55 Lehrerstellen mehr und für die Stadtgemeinde Bremerhaven 10. Das ist angedacht für die Verstärkung in den Brennpunktschulen. Das ist richtig, damit wird eine alte Forderung von uns erfüllt. Das ist angedacht für die Verstärkung bei den Rehbutzen. Das ist auch richtig, weil damit wird auch eine alte Forderung von uns erfüllt. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Tatsache, was in dem letzten Jahr in bestimmten Stadtteilen sich aufgetürmt hat an Problemen und Herausforderungen, ist das beileibe nicht genug. Und da brauchen wir auch mal einen anderen Blick darauf, was wir eigentlich mit der Schulreform in Gang gesetzt haben und mit der Umsetzung der Inklusion, weil die Förderquote ist in diesen Stadtteilen nämlich auch viel höher. Das heißt, ich finde es gut, dass im Bildungshaushalt der Status quo gewahrt wird, aber wenn man dieser hohen Segregation tatsächlich Herr werden will und wenn man erreichen möchte, dass wir in der Frage Integration von so vielen Kindern und Jugendlichen, die übrigens in den nächsten 10 Jahren noch nachkommen werden, nicht scheitern, dann brauchen wir erheblich andere Anstrengungen und dann darf man Bildung nicht mehr als reine Bildungspolitik betrachten. Es ist auch eine Aufgabe von Sozialpolitik, es ist auch eine Aufgabe von Wohnungsbau und es ist auch eine Aufgabe von Qualifikation von jungen Erwachsenen, damit wir nicht ein Prekariat haben, was nachher in den bremischen oder Bremerhaven Häfen arbeitet, wo der Mindestlohn unterlaufen wird,
sondern damit wir auch in Zukunft vielleicht einmal in 10 Jahren hier in einer Situation stehen, wo wir über einen Haushalt reden, wo die Sozialleistungen nicht mehr ein Drittel der Kosten umfangen, sondern erheblich weniger. Und darauf möchte ich hin. Und Ihre Antwort, Herr Kollege Röwekamp, die hat keine, also das ist einfach nur polemisierend gewesen. Sie haben überhaupt gar keine Wege aufgezeigt. Sie haben überhaupt gar keine Wege aufgezeigt, wie vielleicht diejenigen, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr sein, die hier in 10 Jahren über einen Haushalt beraten oder 15, nicht mehr irgendwie einen Sozialleistungsetat haben, der ein Drittel des Haushalts umfasst. Dankeschön. Als nächste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete Frau Dr. Schäfer.